Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zu Minecraft Xbox One Edition. Ich dachte mir, ich probiere es mal. Das ist das New Generation Minecraft. Allerdings sieht es eigentlich genauso aus wie auf der PS3 oder so. Schätze ich mal, ich weiß gar nicht, kann Minecraft noch besser aussehen? Ohne Texture Packs, denn hier kann man nämlich ein paar Texture Packs noch anwenden. Und wir erstellen einfach mal eine neue Welt. Und die nennen wir... wie wollen wir sie nennen, Leute? Lass hier uns die Danny Justin Army. Ups, shit, das wollte ich gar nicht. Army. Danny Justin Army. Schreibt man so Army? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade ein bisschen Blackout. Einen kleinen Blackout. Naja, auf jeden Fall ist es unsere Welt. Und hier kann man die Texture Packs auswählen, was ziemlich cool ist. Süßigkeiten sogar. Cartoon Texture Pack. Yay! Ich nehme Süßigkeiten, klingt am besten. Weitere Optionen. Seed, genau. Und zwar, ich werde ein Seed aufmachen. Danach habe ich nämlich gesucht, es irgendwie vorher nicht gefunden. Wir geben als Seed Danny, damit ihr dieselbe Welt wie ich spielen könnt und vielleicht mit mir spielen könnt. Weil es wird ja nicht nur ein Part wahrscheinlich. Ich werde ein bisschen rumprobieren. Ein bisschen Spaß haben. Es gibt noch ein paar Veränderungen. Danny Justin 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. KK. Ich will was richtig komisches. KK. La. K. Also Danny Justin 1, 2, 3, 4, 5, 6. KK. Laka. Ihr müsst das Seed eingeben, dann habt ihr genau dieselbe Welt wie ich. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Weltgröße groß hat. Wie jetzt? Ich dachte, Minecraft wäre unendlich groß. Strukturen erzeugen, ja. Nur mit Einladung, ja. Gut, das müsste reichen. Ja, genau. Neue Welt erschaffen. Ich habe den Seed noch nie verwendet. Ich meine, nicht den Seed, sondern das Texture Pack. Ich habe nämlich kurz schon mal gezockt, das Tutorial auch angespielt. Und ich muss sagen, es ist für Anfänger super gut. Für Anfänger ist es auch wesentlich besser als auf dem PC. Weil ihr werdet gleich sehen, wieso. Und ich finde auch persönlich, dass es zwar ziemlich spaßig und eine gute Abwechslung ist für die Konsole, aber ich finde persönlich, dass Minecraft für den PC, es ist einfach für den PC gemacht, es ist ein PC-Spiel und das dient nur so zur kleinen Abwechslung. Denn auf Konsole ist es nicht mal annähernd so gut wie auf dem PC. Und hier sind wir jetzt. Und das sind wir. Ich sehe einfach sexy aus. Ich bin irgendwie ein Wrestler oder Bodybuilder oder sowas. Ich glaube Wrestler, genau. Ich sehe ultra sexy aus. Hab eine Unterwäsche an, genau wie gerade. Ich meine, es sieht so aus, als würde ich ein T-Shirt anhaben, aber ich trage ein T-Shirt und unten trage ich gar nichts. Aber das seht ihr ja nicht, weil die Kamera ja nicht dahin zeigt. Gut, dann bauen wir erstmal was ab. Und zwar ein bisschen Holz. Wir werden erstmal standardmäßig anfangen. Ich spiele übrigens die Xbox One Edition. Hat keinen bestimmten Grund. Ich spiele meistens Spiele auf der PlayStation 4. Fast alle eigentlich. Aber ich dachte mir, im Moment steht meine Xbox hier nur so dumm. Ich benutze sie sowieso nicht. Also dachte ich mir, ich kann auch Minecraft auf der Xbox erstmal spielen. Ist ja kein großer Unterschied. Nehmen sich ja nicht viel. Die beiden Konsolen, vor allem wenn es um Minecraft geht. Sieht ja beides irgendwie auch gleich aus so. Außer vielleicht von den Farben. Da kann es sich schon unterscheiden, aber... Im Großen und Ganzen machen wir uns nichts draus. Ist genau dasselbe Spiel. So, ich werde noch ein bisschen Holz abbauen. Und dann zeige ich euch mal, was sich von der PC-Version ändert. Wir müssen jetzt mal einen netten Ort finden. Wir sind nämlich gerade im Wald. Ich muss sagen, ich mag diese Waldgegenden nicht so. Vor allem, wenn ich in so einem Regenwald... Oh! Und dann haben wir den ersten, Hi! Wolf, genau. Friedlich, bis angegriffen wird. Dann wehrt er sich. Kann mit Hilfe von Knochen gezähmt. Oh nein, es ist weg! Gezähmt werden. Es ist weg. Hallo? Also, sobald ihr auf etwas zeigt, werden euch oben rechts Tipps angezeigt. Allerdings verschwinden die leider nach einer Zeit wieder. So, ich werde euch gleich sagen, was mir genau gefällt an dieser Edition von Minecraft. Und was mir nicht so gefällt. Und da hinten haben wir schon ein nettes Örtchen. Da wollen wir auch mal gleich mal hingehen. Wow, yeah! Das gefällt mir, der Ort. Wow. Schaut mal nach hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich reinzoomen kann oder nicht. Wow. Was für ein Glück habe ich denn, bitteschön. Oh.
Also da bekomme ich mal Lust auf Minecraft spielen, muss ich sagen, weil ich liebe diese Welten, wie sie selber kreiert werden. Wir haben übrigens auch noch, ich gehe mal kurz in mein Inventar. Oh, es werden uns Tipps angezeigt. Ja, ja, ich erkläre euch das lieber, die Tipps wissen es nicht genau. So. Ja, ja, ja. So, wir können das Inventar funktioniert halt so, Karte haben wir hier. Es funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Können wir hier rüber gehen und hier auf die Karte schauen, wo wir gerade sind, in welchem Ort wir uns befinden. Da oben sehen wir X, Y und Z. Also das kennen wir ja schon, ne? Und gut. So, nehmen wir erstmal das hier. Hier irgendwo war eine Höhle. Oh, ich hasse das denn hier. Dann musst du mit dem linken Stick zweimal nach vorne drücken. Ich hasse das. Das ist persönlich etwas, was mir gar nicht gefällt. Aber na gut, ich weiß nicht, wieso man das so macht. Hier haben wir eine Höhle. Die würde ich mir gerne merken. Ich merke sie mir einfach. Ich merke sie mir einfach ganz easy. Und dann würde ich sagen, wir machen da erstmal... Wir bauen unser erstes Häuschen hier in der Gegend irgendwo auf. Ich schau mal kurz bei den Optionen. Hilfe und Optionen. Skin kann man natürlich auch verändern. Ich will mal eine Ballerina. Nee, Tennis Steve. Ah, nee, nee, nee. Tuxedo Steve. Wieso heißen die alle Steve? Hey, wieso heißt du Steve? Krasse Scheiße. Steve kann weiblich und männlich sein. Okay. Wir nehmen Tuxedo Steve. Keine Ahnung. Oh, wir können noch was machen. Skin-Favoriten und Skyrim. Skyrim? Okay. So wird gespielt. Steuerung. Ah. Hier kann man die Steuerung ein bisschen ändern. Linkshänder sogar für Linkshänder. Nee, 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 nee. Die Audioeinstellung, Musik. Übrigens, das Spiel geht einfach weiter. Obwohl ich auf... also das Spiel, wenn jetzt ein Creeper in der Nähe wäre, der bewegt sich einfach weiter, glaube ich. Egal, ob ich Start gedrückt halte oder nicht. Das nenne ich einen schönen Ort. Ah, guck mal, da unten haben wir eine Qualle. Hey. Alles klärchen? So. Jetzt zeige ich euch gleich mal, was richtig geil ist. Vor allem auch für mich als... relativer Minecraft-Noob. Ich will nicht sagen, dass ich der beste Minecraft-Spieler oder sowas bin, das wäre gelogen. Ja, 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 ich brauche keine Tipps mehr. Ich bin schon ein erfahrener Minecraft-Profi. Habt ihr ja gesehen, ne, bei Minecraft Überlebensinstinkt. Hat natürlich super funktioniert. So, ich würde sagen, wir bauen unser erstes Haus hier. In der Nähe vom... oder nee, da hinten, da hinten, da hinten. Scheiße, wir kriegen langsam Hunger. Ich sollte nicht mehr zu viel rennen. So. Wir bauen erstmal das Holz hier ab. Damit wir uns erstmal so eine kleine Hütte bauen können. Damit wir nicht abends Probleme bekommen. Ich muss gleich mal gucken, auf welcher Schwierigkeit wir spielen. Weil ich würde nicht so gerne auf ganz leicht spielen. Ich würde gerne so auf normal spielen. Denn doch. Meine Güte. Wow. Wie schön das aussieht, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das mal hier. Hier sieht es gut aus. Dieser Ort... Hab irgendwas gehört? Dieser Ort gefällt mir hier sehr gut. Da hinten haben wir auch ein paar Schafe und ein paar Kühe, sobald ich mich nicht täusche. Ja, Kühe. Allerdings würde ein Schaf... Nee, da oben haben wir noch eins und wahrscheinlich da hinten noch. Also ist schon ein ganz guter Ort. Ich würde sagen, wir machen das... Ja, wir machen das hier. Und zwar zeige ich euch das mal, wie das funktioniert. Und zwar haben wir... Wenn wir X drücken, können wir craften. Das Gute ist, selbst wenn ihr Minecraft-Anfänger seid, dann könnt ihr hier sehen, was ihr zu bauen habt. Zum Beispiel... Oh, jetzt wird uns das wieder erklärt. Ja, ja, wir wissen, wie das funktioniert. Ich will das erklären. Ich habe schon alles gelesen, ich brauche das nicht mehr nochmal zu lesen. Ich bin schon ein genug großer Minecraft-Profi. Und zwar kann man hier sehen, zum Beispiel Werkzeuge und Waffen. Wir haben nämlich noch keine Crafting-Dings da, keine Crafting-Box. Deswegen können wir uns leider nur das erstellen. Hier Enderauge. Also wirklich alles, hier wird alles angezeigt, was wir uns erstellen können. Hier Feuerzeug, was ist das? Hört ihr das? Okay. So, dann werden wir uns natürlich erstmal... davon ein paar erstellen. Wie viel kann ich mir davon... Wo steht, wie viele Eichenholzblätter ich habe? Wahrscheinlich, okay, ich habe 9 davon. Das müsste reichen. Gut. So, das müsste erstmal reichen für den Anfang. Ein paar Stöcke natürlich auch noch. Das müsste auch reichen. Und, dann würde ich sagen, wir erstellen uns immer eine hier. Wo steht... eine Werkbank, so nennt man das genau. So, die packen wir... Ja, ich würde sagen, hier erstmal hin... So. Auch ich habe die Steuerung noch nicht hundertprozentig drauf. Jetzt kann man auf sie drauf gehen. Jetzt wird einem angezeigt, was man alles machen kann. Man kann so vieles machen. Also selbst wenn wir auf etwas gehen, kann man erstmal noch hier... Ne, es ist wirklich schon wirklich krass. Das sind ja nur Dekorationen. Auch hier, die Diamanten und sowas. Ich meine, die Smaragde. Ja, die Diamanten, alles Dekorationen. So, mal sehen, was wir uns... ich würde sagen, wir fangen erstmal mit... Wir bauen uns erstmal
Genau, ein davon, eine Schaufel, eine Holzaxt und eine Holzhacke. Erstmal die standardmäßigen Sachen und ein Schwert zur Verteidigung. Und shit, wir brauchen Kohle, Leute. Wir brauchen. Oh nein! Ah, okay, mit B lässt man Sachen fallen. Das wusste ich selber nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an, schon mal ein bisschen zu bauen. Es wird nichts Großes für den Anfang, aber. Aber ja, immerhin etwas, ne? Dann würde ich sagen, wir brauchen etwas Erde. Das funktioniert. So, ist das eine Schaufel, die ich hier gerade. Holzschaufel, ja. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Sieht so ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ne, das wollte ich nicht. So. Hier bauen wir das erstmal ab. Wir brauchen nämlich ein bisschen Erde. Inventar, genau so. Da packen wir erstmal die Holzhacke weg und dann nehmen wir erstmal so die Erde. So. Ja, am Anfang soll es noch etwas Kleines werden. Und das wird übrigens auch nicht der letzte Part sein. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ist halt keine PC-Version, aber... Aber ja, ich meine... Oh shit, das war schlecht. Ich denke, wir bauen das ein bisschen breiter. Ich denke nicht nur, sondern wir machen das auch so. Verschiedene Werkzeuge eignen sich verschieden gut für verschiedene Materialien. Du solltest eine Axt verwenden, um Baumstämme zu... Ja, ist ja logisch. Ist ja eine Axt gewesen, sobald ich mich nicht getäuscht habe. So. Machen wir hier ein bisschen mehr Platz. So, ich glaube, das müsste reichen eigentlich. Wir wollen am Anfang nichts Großes haben. Halt, damit wir die erste Nacht überleben. Und dann werden wir uns gleich auf die Suche nach Eisen machen. Und halt nach dem ganzen Standardkram, den man hier so machen kann. Und wenn einige Leute sich jetzt fragen, wie lange das so weitergehen wird mit diesem... Oh shit, wir brauchen noch mehr Bäume. Mit diesem kleinen Projekt hier. Es wird zum einen weitergehen, bis ich keine Lust mehr habe. Und zum anderen, bis wir erstmal viele Sachen ausprobiert haben. Bis wir Diamanten gefunden haben, das meiste gemacht haben und so weiter und so fort. Was Großes, was Riesiges für ein Jahr wird es wahrscheinlich nicht. Kann ich euch nicht versprechen, aber... Ich sag mal so. Ich meine, wir wollen einfach nur Spaß haben, oder nicht? So. Und Minecraft macht Spaß. So. Gut, dann wollen wir noch ein bisschen Holz. Obwohl ich mich gerade in der falschen Gegend befinde. Ich würde mal gerne kurz was gucken. Inventar. Karten. Oh, was mache ich da? Komm her. So. X58. Y72. Merkt euch das. Was ist das für ein Geräusch? Oh, das sind sogar Schweine. Oh, ich hab aber kein... Scheiße, ich habe kein Bett, Leute. Ah, nein, 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 nein. Das ist echt schlecht. Ich glaube, ja. Ich werde es machen müssen. Ich werde ein paar Schafe töten müssen. So, ich bin auf dem Weg, meine Freunde. Ich bin auf dem Weg. Es gibt schwarze, weiße Schafe. Alles gibt's davon. Ja, ja. Komm her, Schaf. Das hat keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn. Nee, nee. Noch eine Kuh zum Essen. Mensch, Mensch. Diese Kühe heutzutage... So, und dann jetzt machen wir ja genau. Auf welcher Schwierigkeit spiele ich denn jetzt hier? Ah, ich glaube, ich schaue mal gleich, weil ich in Sicherheit bin. Oh, ich kann gleich nicht mehr rennen. Nee. Langsam wird es dunkel. Ich hoffe, ich werde nicht gleich bei der ersten Nacht sterben. Das wäre nicht so toll. Komm schon, beeil dich. Wäre nicht so schön, wenn der Creeper gleich vor meinem Gesicht ein bisschen rumtanzt. Ich mag keine tanzenden Creeper, die sind nicht so attraktiv. Ich stelle lieber auf die Creeper, die richtig sexy sind. Ja, ja. So. Oh, shit. Jetzt wird es dunkel. Ich hoffe nur nicht, dass wir auf ganz leicht spielen. Das wäre ein bisschen langweilig. Wenn gar keiner kommen würde. So. Ja, so viele wie es geht. Genau. Was soll ich machen, Leute? Ich habe nicht genug. Shit. Ja. Ich hab mich nicht genug beeilt. Scheiße. Okay, okay, okay. Keine Panik, Danny. Keine Panik. Erstmal Holz. Shit. Wir haben ein Problem, Leute. Wir sind noch nicht fertig. Scheiße. Wir haben keine Rüstung, wir haben gar nichts. Wehe, du kommst hierher. Versuch's gar nicht erst. Nicht Crafting, falsch. Inventar. Gib mir das Holz. So. Vielleicht habe ich meine Wohnung doch zu groß gemacht. Oder ich habe zu lange geredet, eins von beiden. So. Nein! Ach du heilige Scheiße, es kann... So.
Vielen Dank. Es müsste eigentlich reichen, könnte man sich denken, aber nein, tut es nicht. Wir sind total ungesichert. Hier kommt jeder rein. Ah, na, super. Ja, shit. Ah, na, super. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Tut mir leid. Ich muss wieder die altbegehrte Taktik anwenden. Ah, wir haben aber auch keine. Ich sehe ja gar nichts jetzt. Scheiße. Es bleibt mir nichts anderes übrig, Leute. Ich muss das tun. Und das Ding ist, ich muss nochmal nach oben. Scheiße. Für die Leute, die sich fragen, wieso musst du nochmal nach oben? Ich habe kein Holz mehr. So. Ja, ja, das... Hallo? Seht ihr hier überhaupt irgendwas? Ich habe sogar Hunger. Shit. Okay, okay. Scheiße, ich habe meine Crafting-Box umf... Ich muss nach oben, Leute. Ich muss nochmal nach oben. Shit. Ja, da ist sie. Komm her. Komm her, kleine Schlampe. So. Das Ding ist nur... Ich habe keine Lust, dass mir ein Creeper jetzt ins Auge fällt. Das wäre nicht so schön. Na, wenigstens hat sie irgendwas fallen lassen. So, wir werden erstmal ein bisschen Holz abbauen müssen. Normalerweise... Ja, das Problem ist, ich hab Hunger. Ich brauche einen Ofen. Oh Mann, ich habe mich um gar nichts gekümmert. Das kann nicht ja wahr sein. So, ich brauche wenigstens 3 Holz, damit wir ein Bett erstellen können und wenigstens schlafen gehen können. So. Gut, dann machen wir mal. Jetzt können wir übrigens auch nicht mehr sprinten. Wir haben viel zu wenig. So, da ist ein Bad. Das ist ein Bett, das habe ich schon gesehen. So, jetzt haben wir wenigstens ein Bett. Dann bräuchte ich aber noch Kohle. Und was zu essen. Ich meine, ich hab was zu essen, aber rohes Fleisch nur. Ach, scheiße. Ja, da, ich sehe. Ach, scheiße. Das ist sehr gefährlich, diese Dinger. Die können mich sofort töten, ohne Rüstung vor allem. So. Wir machen hier erstmal ein bisschen Platz, damit wir wenigstens schlafen können. So. Genau, hier machen wir so eine Art, ja, Treppe. Genau, Treppe. Beste Treppe ever, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. So, ein bisschen Platz, damit wir... Ja, hier wird... So. Ein bisschen... Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz. Da können wir besser schlafen. Oh, meine Scheiße. Shit, meine Schaufel ist bald kaputt. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Scheiße. Es ist zu dunkel. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. So, jetzt können wir schlafen? Wow, wir schlafen unterm Bett. Da lohnt es sich ja richtig, ein Bett zu haben. Ist natürlich sehr schlau. Okay, der Typ verbrennt. Wir warten ganz kurz hier, bis er verbrannt ist, damit wir wenigstens Zeit haben. Bis wir nicht mehr hören, dass er schmerzt. Hallo? Okay, ich glaube, er ist tot. Wir können ganz sicher nach oben. So. Komm her. Okay, Moment, so. Oh. Oh, Freiheit. Es fühlt sich so gut an. Ich kann es gar nicht genug sagen. So, gib mir ein Schwert. So, vielen Dank. Oh, hi. Wieso lebt er noch? Komm her, Creeper. Ich mache keine Scherze mehr. Ich heiße jetzt was und dann komm lieber nicht näher. Ich habe leckeres Beef hier. Explodier ruhig, mir egal. Okay. Gut gemacht, du bist ein sehr toller Creeper. Jetzt mögen wir dich alle nicht. So, dann würde ich sagen, ja, wir könnten das essen, aber es wäre besser, wenn wir, ja. Ich werde mir erstmal ein bisschen Kobbel abbauen und dann werden wir uns mal um unsere Häuser kümmern. So. Guck mal, hier haben wir voll viele Tiere. Wir können uns eine Farm eröffnen, wir können alles machen, was wir wollen. Ist auf jeden Fall ein guter Standort, mir gefällt der Ort. Mir gefällt der Seed. Und hier haben wir sofort Eisen. Was noch schöner ist. Aber, Alter. Ich höre die ganze Zeit jemanden. Ich könnte euch... Du bist das! Ich wusste es! Ja, du bist das! Geh weg von mir, Huhn. Keiner mag dich. So. Wir bauen uns erstmal ein bisschen Kobbel ab, damit wir ein paar verbesserte Werkzeuge und sowas bauen können. Oh, sieht interessant aus. Da können wir meinen. Ein bisschen.
Da können wir auch gerne das Eisen abbauen, nur so dauert es wesentlich zu lange. Deswegen bauen wir erstmal nochmal das Koppel ab. Um wenigstens die Standardwerkzeuge zu bauen, die nicht aus Holz bestehen. Weil es dann wesentlich so lange dauert. So. Ah, vielen Dank. Ich muss sagen, es macht ziemlich viel Spaß. Aber es ist ein ziemlich anderes Erlebnis als auf dem PC. Auf dem PC ist es so... Es ist besser auf dem PC, definitiv. Es ist halt ein PC-Game. Deswegen auch, also... Ja, es dauert zu lange, es dauert mir zu lange. Ich baue noch ein bisschen davon ab und dann ist gut. Dann machen wir uns jetzt mal einen Ofen, ein paar Werkzeuge. Einen Ofen so oder so. Und eine Farm. Dazu brauchen wir aber Seeds. Ah, genau. Einen Moment mal bitte. Option. Einstellung. Audio. Kann ich sich die Musik ändern noch? Option. Die Musik ist so... Kann ich die Musik nicht ändern oder was? Nee, kann ich nicht ändern. Displaygröße. Keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich weiß, was es sein soll. Hilfeoptionen. Einstellung, Optionen. Nee. Oh, du Scheiße, ich komme hier gar nicht klar. Grafik, genau. Was das ist, keine Ahnung. Oberflächen und Durchsichtbarkeit. Unsichtigkeit. Durchsichtigkeit. Oh mein Gott! Ich glaube hier, das ist... Ich weiß es nicht, was das sein soll. I don't know, man. To be honest, I don't know. Alles ist größer geworden, ne? Heilig, das ist zu groß. So. Wo ist die Musik? Ich mach das mal kurz runter. Mich würde interessieren, was dann passiert. So. Also das mache ich mal runter. Ah, jetzt ist es kleiner geworden. Okay, ich weiß nicht, was ist besser. Ich schätze mal, wenn es mittelgroß ist, ne? Ich mache das vielleicht wieder auf mittelgroß. Aber klein, dann ist es wenigstens nicht so im Auge. So. Schwein, bitte verpiss dich. Keiner mag dich. Meine Güte. Diese Schweine heutzutage, die nerven einfach extrem. Ich muss auch sagen... Ich bin sehr faul zu lesen. Ich habe keine Lust, das zu lesen, wenn ihr versteht. Ich bin ein ziemlich fauler Mensch. Und das Ding ist, wenn ich mich anstrengen würde und da wirklich hinsehen würde, was da steht, hätte ich es sofort lesen können. Aber ich lese immer nur so zur Hälfte und dann denke ich mir den restlichen Teil. Und dann, es ist halt einfach angenehmer. Wisst ihr, da muss ich mich gar nicht so anstrengen. Was ist das hier? Endertruhe. Heilige Scheiße, sowas kenne ich gar nicht. Das ist für Minecraft... Noobie ist eigentlich total das Perfekte, was es gibt. Nur ich frag mich, wo man einen Ofen machen kann. Ah, ich weiß wie. Also wir müssen... Haben wir ja schon. Ah, hier. Unter... Okay. Einer reicht natürlich. Platzieren. So. So, genau. Ah, jetzt wird uns erklärt, wie ein Ofen funktioniert. Vielen, vielen Dank. Das wollte ich schon immer mal wissen, wie ein Ofen funktioniert. War schon mein größter Traum. Vielen Dank, Spiel. Du bist der Beste ever. Und wir haben natürlich keine Kohle, leider. Die werden wir gleich abbauen müssen, nachdem wir uns ein paar Werkzeuge gestellt haben. Jetzt haben wir kein Holz. Erstmal werden wir Holz abbauen. Damit wir uns erstmal Stücke erstellen können. Obwohl, Stücke haben wir, ne? Müsste eigentlich... genau, Werkzeuge haben wir hier. Gut, jetzt haben wir schon mal... Gut, das müsste passen. Das müsste erstmal reichen für den Anfang. Eine Steinspitzhacke. So. Die Musik. Was ist das für eine Musik? Ich muss sagen, die gefällt mir gar nicht so wirklich. Also ich finde sie ein bisschen... Ich meine, sind wir hier beim Yoga oder was? Keine Ahnung. So. Ich wusste schon immer, Minecraft will uns verleiten, Yoga zu machen. Fall bloß nicht drauf rein. Es endet nicht gut, meine Freunde. Oh, hier gibt es so viel Eisen. Habe nur kein gutes Gefühl, weil ich nichts sehe. Ich sehe nur Scheiße ernsthaft. Ich müsste die Helligkeit mal ein bisschen hochstellen. Das mache ich kurz mal. Einstellung. Grafik. So. Ja, wesentlich heller. Wesentlich heller. Zu hell sogar. Zu hell. Wow. Ach so, da ist wieder Freiheit. Ach du Scheiße. Nur wo ist Kohle, bitteschön?
Gibt's hier kein Kohle oder was? Ich schätze mal, wir haben mehr... Ah, da hinten haben wir Kohle, habe ich gar nicht gesehen. Kohleerz. Kann mit einer Spitzhacke abgebaut werden, um Kohle zu erhalten. Ja. Kann auch mit der Hand abgebaut werden und dauert zu lange. So. Damit werden wir uns dann schön etwas braten, damit ich endlich mein leckeres Steak habe. Nach dem ganzen Training, was ich immer mache mit dem Controller, meine Finger bewegen und sowas, ist sehr anstrengend. Gamer zu sein ist echt eines der anstrengendsten Sachen der Welt. Ich meine, ihr müsst eure Finger dauerhaft anstrengen, um zu spielen. Heftig, oder? So. Ich baue erstmal noch den Rest der Kohle ab. Und dann ist auch gut. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich die Xbox One oder PS4 Version geholt? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich persönlich habe mich erstmal für die Xbox One Version entschieden. Hat keinen bestimmten Grund, außer dass hier irgendwo eine Spinne ist. Aber Spinnen sind ja freundlich, das wissen wir ja. Shit. Oh. Shit. Wir haben ein Problem, Leute. Jetzt verlieren wir Leben. Ich glaube aber, wir müssen es rechtzeitig schaffen. Ja, müssten eigentlich. Klar. So. Ja, alles wird gut. So kann man es teilen. Alles klärchen. Gut, dann nehmen wir uns das gleich mal und essen es sofort. Dann schaue ich mal nach ein paar Seeds, damit wir erstmal ein paar Kühe und sowas, ne, bekommen können. Die dann miteinander ein bisschen Spaß haben. So. Shit. Ja, ich bin der Beste in Minecraft, definitiv. So, erstmal essen. Lecker Schmecker. Ich liebe Essen, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir erstellen uns erstmal eine Fackel. Werkzeuge, ne? Ah, da hinten, ich sehe schon. Fackel, Holzkohle, Fackelkohle. Ich wusste gar nicht, dass es zwei unterschiedliche gibt. Ich meine, im Großen und Ganzen ist es eigentlich genau dasselbe, oder nicht? Ja, ist ja gut, dann halt nicht. Meine Güte. So, jetzt gehe ich erstmal zu... Ne, ich baue erstmal ein paar Seeds ab, denke ich, ja. Ich baue erstmal ein bisschen Glas ab, damit wir ein paar Drogen bekommen für die Kühe. So, das ist sowas für die Kühe wie Drogen. Ah, hier haben wir schon die ersten Drogen. Die zweiten Drogen. Wir haben uns ja schon eine Holzhacke erstellt, was ziemlich praktisch ist natürlich. So. Komm schon. Haben nicht ewig Zeit. Hallo? Wie viel habe ich denn bis jetzt? 4. Okay. Ich glaube, die müssen wir erstmal anpflanzen, ne? Und dann einmal müssen wir auch noch machen. Fürs Wasser natürlich. Aber da wir schon in der Nähe des Wassers sind, können wir es auch da anpflanzen erstmal. Also einen Eimer können wir erst später machen. So. Genau, so das müsste es mal reichen. Ja, das reicht definitiv. Inventar ist dort. Das muss ich mir ein bisschen merken. Ich muss immer nach unten schauen, damit ich weiß, wo das Inventar ist. Ja, genau, das wollte ich tun. Alles klar, dankeschön. So. Ah, die Sonne geht wieder nach unten. Na gut, jetzt haben wir wenigstens Fackeln, also ist es unten nicht so... Guck mal, er versucht zu schwimmen. Er versucht sein Entchen zu machen. Du bist ja süß. Verpiss dich, Mann. Ich will nicht dein Freund sein. Such dir andere Freunde, meine Güte. Nein. Sorry, Leute, ist nicht so unglaublich. So. Tack, tack, tack. Nein. Shit, das wollte ich gar nicht. So. Genau, so, das müsste gut sein. Ich müsste wachsen, weil wir in der Nähe des Wassers sind. Getreide im reifen Zustand kann Getreide geerntet werden, wodurch man Weizen erhält. Ja, vielen Dank für die Info. Wollte ich schon immer mal wissen. Und ich guck mal, wir haben kein Holz mehr, ne? Wir könnten den Rest aus Erde erstmal machen und hier sogar schlafen. Ich denke, das mache ich auch ganz ehrlich. Oder wir bauen uns ganz schnell nochmal was ab. Dann müssten wir aber hier irgendwo Häuser finden. Bäume, ach, da haben wir schon einen Baum. Okay, Baum, ich komme, ich fälle dich ab. Dann müssen wir auch noch die Gegend erkunden, die sieht nämlich brutal gut aus. Das kleine, aber große Problem ist jetzt, dass es sogar Nacht sein kann und mir kommt es so vor, als wäre es noch hell, weil ich ja das Gamma hochgestellt habe. So, das war es erstmal. Und wir haben ein Sapling bekommen, wodurch wir noch mehr Bäume anpflanzen können, was sehr schön ist. Okay, ja, ich denke, ich werde bald den Part beenden. Noch nicht ganz. Wir werden noch diese eine Nacht hier durchmachen. So, jetzt können wir unser Haus zu Ende bauen, endlich. So. Nein! So.
Mann! Au! Ah! Wo kommst du denn? Was? Wo kommt der denn? Ich weiß nicht, von wo der kam. Der ist einfach unten gespawnt. Was für ein Hurensohn! Creeper, ich mach keine Scherze mehr. Wer, du holst deine Freunde. Nee, nee, nee. Shit, Leute, wir haben ein Problem. Ich muss Sicherheitsmaßnahmen einbringen. Okay, stopp, 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 stopp. Ich werde erstmal ganz in Ruhe hier das abbauen. So. Shit, Leute, wir haben ein großes Problemchen. Diese Nacht werde ich auf jeden Fall noch euch noch zeigen. Also das ist wirklich jetzt kein... Oh nein. Shit, Leute. So. So. Jetzt müssen wir hier rüberbauen. Das sind Sicherheitsmaßnahmen, die ich hier gerade anwenden muss. Okay, das geht bis dahin. Alles klar. Noch ein weiter. Oder noch ein weiter? Gott, ist das hier unübersichtlich. I don't even know anymore. Nee, no, oder doch noch ein weiter. Gut. Wer jetzt explodiert ein Creeper in meiner Nähe. Da bin ich so angepisst. Ich meine, der sieht mich ja gar nicht, ne? Ich glaube, der mag mich. Ja, ich glaube, der mag mich. Der will sich mit mir anfreunden. Ich suche keine Freunde, such die andere Freunde. Die Entewelt sucht Freunde. Ihr passt gut zusammen. Macht was gemeinsam. Lasst mich in Ruhe. Gut. Wo ist meine Crafting Box? Ja, die hat er natürlich zerstört, der Bastard. Ja, das ist ja super. Shit. Jetzt muss ich mir eine neue erstellen. Na, das ist ja prima. Tja, freunde dich mit der Ente an. Die mag dich. Okay, wir müssen erstmal... Wir haben ja das Bett, ne? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Gut, wo ist die Erde? Wo ist die Erde? Hier ist die Erde. So, genau. Nein, die Karte will ich nicht, aber vielen Dank. Heilige Scheiße, ich weiß, ich fühle mich total unsicher jetzt. So. So, erstmal bauen wir das wieder zusammen. Hat keiner gesehen, was da passiert ist. Alles ist super. Alles ist prima. So. Es sieht einfach nur einzigartig gut aus. Ja, hier drin nicht so ganz. Aber ansonsten würde ich die Wohnung auf jeden Fall vermieten. Ja, definitiv. Die beste Wohnung ever, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. So, jetzt können wir erstmal kurz unser Bett platzieren. Damit wir überhaupt schlafen können. So. Ich hätte ein bisschen Angst, muss ich sagen, zum Schlafen gehen. Weil unsere Wohnung ist ja quasi noch nicht mal annähernd fertig. Ich könnte. Also ich könnte nicht nur, ich mach's auch einfach. Shit, da hinten haben wir eine Spinne. Zum Glück sehen die mich alle gar nicht so schnell, ne? Ist ja schon mal ein Vorteil. Shit, nein! Ah! Stopp! Ich will kein Stress haben. Nein! Ah! Nein! Rette! Nein! Ah! Nein, nein! Nein! Oh nein, 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 Freunde, ich nein, oh mein Gott, shit, ich will keinen Stress haben, bitte lass mich einfach in Ruhe, ich will wirklich keinen Stress haben, okay, er verfolgt mich nicht mehr, na super, jetzt bin ich mit einem Herzen hier, im Nirgendwo. Das kann ja nur gut enden. Es läuft bestens. Besser geht's gar nicht. Ich sterbe gleich. Ich wollte doch einfach nur in Ruhe schlafen gehen. Heilige Scheiße. Okay, okay, Leute. Wir müssen Sicherheitsmaßnahmen einführen. Sie wollen es nicht anders. Wer? Ich werde jetzt von hinten angegriffen. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Bitte lass mich einfach in Ruhe. So. Okay, wir... Oh, shit, ich hab noch... Heilige Scheiße, mein Leben. Ich regeneriere mich ja auch gar nicht, ne? Kann ich was essen? Nee, wir haben Leder. Shit. Ja, super, jetzt können wir hier warten. Ja, natürlich habe ich das Eisenerz verwendet. Ich bin ein Genie. Oh, mein Gott, wir verstecken uns erstmal.
Spiel fortsetzen, wir verstecken uns erstmal so ein bisschen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem ersten Part von Minecraft Xbox One Edition. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert jetzt meinen Kanal, um noch mehr Videos von mir zu sehen, noch mehr Let's Plays, noch mehr Gameplays und so weiter und so fort. Und schreibt mir in die Kommentare, holt ihr euch auch für Xbox oder findet ihr, ja, auf PC reicht es mir schon? Denn auf PC finde ich es persönlich besser. Was sagt ihr dazu? Und ja, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!